Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil hier in World of Subways. Diesmal bei World of Subways Volume 3 London. Und zwar auf der Circle Line. Und da werden wir heute, wie ich bereits schon ausgewählt habe, nach Fahrplan fahren. Und zwar von Hammersmith nach Edward Road nach Edward Road. Und wie der Name schon sagt, Circle Line, es ist eine Kreislinie. Weshalb sich auch erklärt, dass wir zweimal Edward Road haben. Ja, ich würde mal sagen, dann starten wir. Und da sind wir halt in der Station Hammersmith. Und das ist unser Zug, den wir gleich dienen werden. Da sehen wir auch schon den nächsten Zug hereinrollen. Können wir einmal in die Ego-Perspektive. So. Mal schön ein Foto machen. So. Jetzt. Ja. Müssen wir erstmal zum Ende des Zuges einmal spurten, denn wir müssen ja noch die hintere Beleuchtungseinheit einschalten. Und mal gucken, ob wir vor dem Kollegen wegkommen, das wäre zumindest sehr wünschenswert, aber mal gucken. So, da sind wir hinten am Zug, machen wir mal eben auf und gehen einmal rein, setzen uns einmal hin. So, dann müssen wir jetzt hier drüben einmal die Rücklicht recht und links anmachen und einmal das Zielanzeigenlicht und wir fahren nach Edward Road oder überhaupt Circle Line, wir ja schon so. Wir schließen und wieder nach vorne sputen. So, dann geht es hier vorne mal eben rein. Oh, wieder hinsetzen. Machen wir jetzt hier drüben alles außer die Rücklichter an. Lüftung, Scheinwerfer, Armaturenbeleuchtung, Zielanzeigenlicht und Führerstandslicht. Das schalten wir jetzt nochmal eben anders. So, machen wir jetzt hier überhaupt erstmal den Strom an. So. Hier stellen wir dann jetzt auch einmal auf Circle Line, oder? Ja. Ja. So, dann würde ich sagen, machen wir hinten schon mal die Heizung und das Licht einmal an für die Leutchen. Den einmal auf die Stufe. Dann machen wir jetzt einmal einen Bremstest, der hier pflichtmäßig vorgeschrieben ist. Lampen funktionieren, dann machen wir mal an. Dann müssen wir jetzt einmal Druck aufbauen. So, dauert einen Moment. So, Druck ist aufgebaut, dann jetzt wieder Druck weg. Okay. Und wieder aufbauen. Ah, grün. Alles richtig. Und wir wollen jetzt mal nichts darüber sagen, dass jetzt auf einmal der andere Kollege da weg ist und jetzt ein anderer da steht. Nee, das. Machen wir uns mal die drei Statusmonitore an. Okay, wir haben Abfahrt in 3 Minuten. Haben wir zumindest noch mal kurz Zeit, dann mache ich noch mal eben was. So, einmal noch aufstehen. Vielleicht noch kurz mal, um es zu zeigen. Theoretisch, die Tür können wir uns aufmachen. Ich meine, bringt es nicht allzu viel, machen wir auch wieder zu. Aber wir können auch genauso, theoretisch, wenn wir wollten, hier einmal durch den kompletten Zug hindurchgehen. Hier könnten wir dann auch einmal durch, so, wenn die Tür aufgehen würde. So, so. Können wir dann auch einmal weiter in den nächsten Waggon. Ja gut, das würde sich jetzt hinziehen, wenn wir das durch alle Waggons machen würden, aber
Nur mal, um das eben zu zeigen. Theoretisch könnten wir auch beim Kollegen einfach mal mitfahren. Aber da wir in 3 Minuten Abfahrt haben, wäre das jetzt nicht unbedingt die schlauste Idee. Aber zumindest haben wir dann schon mal den Zug von innen auch begutachten können. So, komm. Ein. So. Ein mit dir. Wieder zu, bitte. Wie spät haben wir es? Okay. Dann gehen wir nochmal kurz. Das ist Hammersmith. Mal sehen, kommen wir denn da hoch? Ah, das ist ja schön. Einmal schön der Ausblick. Da kommt schon wieder wer, oder? Ja. Einmal hier nochmal ein schönes Foto raus. So, und dann müssen wir jetzt aber, glaube ich, wirklich mal runter. Und die Leute mal reinlassen. So. Okay. Lass mal wieder rein. Dann können wir schon mal ein Stück vorschalten. Dann müssen wir jetzt eben die Ansagen programmieren. Okay. Wir fahren Circulate Outer Way von Hammersmith nach Edward Road End. Okay. Dann machen wir mal auf. This is Hammersmith. Hat sich das Spiel einmal kurz aufgehalten? Naja. Wie kommen wir jetzt wieder? Ja, ich würde sagen, wir können auch so gut wie los. Ist aufgebaut, das ist gut. Würde ich mal sagen, bis sie oder wollen sie noch mit da hinten gucken. Also, ja, Nummer 1 bitte einmal. This train is ready to depart. Please stand clear of the doors. Ja, wenn sie noch mit wollen, dann machen sie es wie der Kollege, rennen sie um ihr Leben. Ja, kurz warte ich noch. Da bin ich noch wer. Schleichen Sie ruhig weiter, ne? Ist schon nicht so, als hätten wir es eilig oder so. Komm. Ja, genau. Habe ich noch ein bisschen gewartet. Komm, so. Los geht's. So, und da fahren wir los. Will noch einer von ihnen mit? Sie vielleicht? Oder? Ne? Wollen sie nicht? Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal zu, ne? Weiter geht's. Vielleicht können wir uns auch mal ein bisschen umschauen. Haben wir ja die Chance dazu, solange wie wir hier oberirdisches Teil Streckenstück haben. Ja. Da. So. Man vielleicht merkt zwischendurch ruckelt oder wie ist es vielleicht ein wenig, liegt anscheinend daran, dass man mal wieder nachgeladen wird.
Square Road via Paddington and Baker Street. Genau, hast genau recht. Na, was mit Ihnen? Wollen Sie mit? Nee? Nee, okay. Weiter geht's erneut. Sagen, genug KI-Verkehr, Zugtechnik gibt es hier auf jeden Fall. Kommt ja fast schon minütlich immer ein Kollege entgegen. Na, will noch einer von Ihnen mit? Ich hoffe mal nicht, ne? War jetzt. Sie wollen nicht mit, schätze ich mal. Zu sagen, an jeder Station treffen wir auf einen Kollegen. Ja. Ich meine, ist er auch. In Wirklichkeit nicht anders. So, ausrollen. Ja, so eben gepasst mit dem Schild an der ersten Tür. So, will noch wer? Ich. Nee, ich hoffe mal nicht. Sind wir ja pünktlich sogar, glaubt man kaum nach den letzten Malen. Natürlich auch wieder sagen muss, die Stationen sind wieder einmal alle so recht ihre eigene Art gebaut worden. Also irgendwie dann doch alle unterschiedlich. Was ja auch ein Unterschied ist zum letzten Spiel, es gibt ja diesmal auch animierte Personen, also eine Personen-KI sozusagen, die ein- und aussteigt und hier rumläuft. Was das ganze Spiel natürlich noch ein wenig realistischer dann gestaltet.
an sich möglichst fahren. Ja, das wäre zumindest vorteilhaft, wenn die Leute das machen würden und die Gap meinen. So. Dann nicht mehr so mit Marco, ob man bei einsteigen will. Man sieht mich gerade sehr viel, würde ich mal sagen. Ach, da kommt schon wieder der Kollege. Diesmal waren wir mal eher an der Station als der Kollege. Nee, der wartet. Nee, doch nicht. Ja. Ich sage ständig Key off the Door, dann machen die das bestimmt auch alle. Hallo. Unsere Hupe benutzen, Wish und Pfeife hier oder sowas. Ja, Pfeife. Passt doch mal zu, glaube ich, eher. Hier wird anscheinend noch ein wenig gewerkelt. Wird wahrscheinlich so sein. Also die nächste. Genau. Diesmal auf der rechten Seite. Manchmal vor den Vorlauf anstatt einzustecken, aber egal. Dann machen wir mal zu. Weiter geht's. Abbremsen und am besten auf weniger ruckeln, liebes Spiel. Danke. So. Und Türen auf. Sogar noch kurz Zeit, sind sogar mal zu früh. Das ist ja mal was. Ganz und zu früh. Naja, aber jetzt können wir dann doch weiter. Ist ja auch keiner mehr hier. Ab sofort nur noch 25. Dafür geht es jetzt aber dann mal in den Tunnel. Es wird auch ein wenig dunkler.
gleich, wo wir gerade auch bei den Verschiedenheiten oder Änderungen im Gegensatz zum letzten Teil sind. Man sieht, der Tunnel ist diesmal nicht beleuchtet, aber wollte man den Tunnel beleuchten, kann man, glaube ich, an so ziemlich jeder Station, an Sicherungskästen, meine ich, sind das, einfach das Licht im Tunnel einschalten. Also würde man dann hier wahrscheinlich ein bisschen mehr sehen. Ist natürlich dann nicht mehr so unbedingt, dass es realistisch ist, aber wenn man mehr sehen will. Und, das hätte ich auch gedacht, wir haben schon wieder ein rotes Signal. Hallo. Naja, jetzt ruckelt das Spiel teilweise schon so, dass es meine Bremsbefehle kaum noch annimmt. Ach, gut. Dann warten wir mal, wer auch mal gerade blockiert. Bleibt vielleicht auch nicht aus, weil unser nächster Station Edward Road ist. Ist wahrscheinlich ein bisschen viel los oder einfach mehr als sonst. Naja. Jetzt hier so machen. Umgucken. Also, nee, oder? Ja, doch, wir sind ein bisschen sehr früh. 3 Minuten, nee, jetzt 2 Minuten ist erst so Abfahrt. Die Frage ist, wieso wir 500 Meter vom Bahnsteig rotes Signal haben. Naja. Hoffen wir mal, dass sich das gleich immer mal erledigt oder es grün wird. Oh. Ah, das habe ich gesagt. Weiter geht's. Na, ist das schon wieder ein gelbes Signal? Wir diesmal dann noch kommen. Diesmal ein bisschen wieder abbremsen. Achso, wir haben eine Weiche, wir fahren nach links. Okay. Das ist aber gut gemacht. Würde man hier mit seinen 20 durchbrettern, ja, ich glaube, gutes Signal wäre ein bisschen versteckt gewesen. Na gut, die gelben haben wir schon, wie gesagt, ja, da kommt gleich was, aber. Ja, ja. Diesmal sehen wir aber wesentlich unserem Kollegen, der uns da wieder aufhält. Nicht wie beim letzten Mal, wo nie einer ist. Will denn der nette Herr Kollege denn trotzdem mal weiterfahren oder macht er jetzt ein Kaffeekränzchen? Ist ja nicht so, als würden wir hier nicht gerade so die ganze Bahnhofseinfahrt aus der Richtung gerade verstopfen, weil wir jetzt hier stehen, aber ja. Komm. Müsste jetzt auch wieder weiterfahren. Wird bestimmt gleich noch witzig, wenn er jetzt die ganze Zeit vor uns vorklebt, so wie es scheint. Oder ich meine, wenn er überhaupt mal weiterfahren würde, wäre er auch schon ein kleiner Zugewinn. Ist die Frage, ich bin gerade am überlegen, kann man denn springen? Dann könnte ich heute doch. Ah, wir dürfen fahren, sonst hätte ich jetzt einfach mal aussteigen können. Und können, was der Kollege denn da so lange macht. Nur weiß nicht, ob ich dann wieder in meinen Zug reinkomme, wenn ich nicht springen kann. Das wäre schon doof. Aber wenigstens kommen wir jetzt in den Bahnhof mit leichter Verspätung. Ist halt ein bisschen mehr los hier. Muss man ja auch akzeptieren. Türen auf. Genau. Change here for other Circle Line services in the direction of High Street Kensington from Platform.
platform 2 and for the district line. This is a Circle Line train to Edgware Road via Baker Street and King's Cross St. Pancras. Ja, und dann würde ich mal sagen, an dieser Stelle war es das mit der ersten Folge. Gleich in der zweiten Folge geht es dann weiter, also beziehungsweise in 2 Tagen dann, also übermorgen in der nächsten zweiten Folge von der Linie geht es dann weiter hier ab Edward Road. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Autograph Gaming.